Ihr könnt euch sicher erinnern, wo ich die große Umfrage gestartet habe mit weit über 200 Rückantworten, wo es ganz einfach darum ging, was ihr euch wünscht und was ihr als Familie oder als Kinder gerne auf dem Spielplatz hättet, eure Ideen einbringt und so. Einfach nur, um mal zu sortieren, ob das dann auch der richtige Weg ist, was denn dann hier entsteht. So, ob diese Umfrage überhaupt Anklang gefunden hat bei der Umsetzung jetzt des Spielplatzes, wage ich sehr zu bezweifeln. Warum auch immer, ich denke mal, das ist eine Art persönliche Sache. Der Spielplatz, so wie ihn unser Bauamt gerne möchte, soll im Gesamten 100.000 Euro kosten. Das wurde Anfang des Jahres durch unseren Bauamtsleiter ganz einfach eruiert. Und 75% von dieser Summe sollten aus dem LIDER-Förderprogramm kommen und die 25% trägt ganz einfach unsere Stadt Gößnitz. Das ist sozusagen der Wert, den unsere Stadt Gößnitz den Kindern erst einmal von vornherein bemisst. Um natürlich ganz einfach an Förderprogramme zu kommen, bräuchte man auch ein Projektierungsbüro. Das haben wir gefunden. Das scheint ein Projektierungsbüro zu sein, mit dem Gößnitz anscheinend immer zusammenarbeitet und die auch sehr viele Aufträge von Gößnitz bekommen. Jetzt aber ganz einfach zu des Pudels Kern. Und zwar ist es so, dass plötzlich die Baukosten um sagenhafte 110.000 Euro steigen sollen. Jetzt fragt sich der geneigte Bürger natürlich, wie kann denn das sein? Ich denke, es war vorher bloß 100.000. Ja, jetzt ganz am Ende sind es knapp 240.000 Euro. Für, sage und schreibe, eine Seilbahn, drei Sprossenwände, fünf Bänke, drei Fahrradabstellplätze, drei Nistkästen und zwei Schaukästen. Ansonsten natürlich noch Bodenmaterial. Aufgrund der Tatsache, dass natürlich ganz einfach jetzt plötzlich die Baukosten auch auf 200 Euro hochgeschnellt sind, entspricht das natürlich trotzdem der Förderung von 75.000 Euro. Eigentlich ist es immer so ungefähr ein Fördersatz von 75%. Dadurch, dass das unser Bauamtsleiter ganz einfach sehr gering angesetzt hat, bekommen wir natürlich auch nicht mehr Förderung und zusätzlich steigt aber auch die Höhe der Projektierungskosten durch das Projektierungsbüro. Diese belaufen sich dann auf rund 45.000 Euro. Wenn ich mir die Nachbarkommunen ganz einfach anschaue, was die für Spielplätze haben und welche Summen da im Raum stehen, dann ist das natürlich überhaupt kein Verhältnis. Und das will ich euch ganz einfach rüberbringen. Was ist an dem Spielplatz hier so teuer? Warum ist der so teuer? Der hat ja nicht mal einen Zaun, der hat nichts weiter. Ich finde halt recht wenig. Dazu gilt es ganz einfach auch noch zu sagen, dass ja die Hälfte des Spielplatzes, also die alten Spielzeuge, die unten im Park am Jugendheim stehen, umgesetzt werden und das bezahlt ja gar nicht mal Gößnitz. Also das sollte euch auch jetzt einmal klar sein. Es kommt hier ganz einfach nur 2 bis 3 neue Spielgeräte dazu und das für 250.000. Ich persönlich finde es halt sehr sportlich. Man sollte vielleicht auch einmal darüber nachdenken, dass bei einer Gesamtfördersumme von 75.000 Euro, die Gößnitz für diesen Spielplatz erhält und wo angeblich auch große Regeln einzuhalten sind, die Kosten der Projektierung ja schon alleine mit 45.000 Euro zu Buche schlagen. Sprich, wir bekommen ja eigentlich effektiv nur eine Förderung von 30.000 Euro. Nun gilt es einfach mal drüber nachzudenken, ob sich denn das Ganze überhaupt noch lohnt oder ob man ganz einfach mal wirklich die Bürger aufweckt und dass die mal sagen, jetzt ist ja aber mal Schluss, es kann doch nicht sein, dass so mit unseren Geldern umgegangen wird. Aufgrund einer Nachfrage, die ich gestellt habe, warum denn auf dem Spielplatz auch nur so wenig ist und warum denn jetzt ganz einfach auch meine Umfrage nicht ein kleines bisschen mit eingeflossen ist, wurde ganz einfach gesagt, wir haben uns an Regeln zu halten und nur das können wir auch bauen und der Kinderspielplatz wächst weiter. Wann das sein soll, weiß ich nicht. Wahrscheinlich ist dann schon mein Kind, was dann hier gerade im Spielplatz ist, schon auf dem Gymnasium. Und ich muss jetzt noch mal ein kleines bisschen dazu ausholen, wenn man sich dann an solche Regeln halten muss, die alle dem gleichen Fördermaßstab entsprechen, dann frage ich mich, warum im Landkreis bzw. alle geförderten LIDER-Kinderspielplätze unterschiedlich aussehen. Ich bin da völlig überfragt. Wie gesagt, kommt in die Sitzung 24.04. in der Stadthalle Gößnitz, nehme ich mal ganz stark an, um 19 Uhr und fragt bitte, bitte, bitte fragt nach. Es ist irre viel Geld, was hier irgendwo einfach verschwindet. Man fragt sich doch dann auch am Ende ganz einfach, 250.000 für so wenig Spielgerät. Was wäre denn dann gewesen, wenn wir den ganzen Spielplatz hätten mit Zaun ausstatten müssen? Sind wir da schon sechsstellig? Sind wir da bei 1 Million? Die Relation kann einfach nicht hinhauen. Ich wünsche euch was, das Video musste ganz einfach sein und ich verspreche euch, ich mache auch noch ein Video zum Stadtspaziergang. Das haben wir an dem Tag jetzt am Samstag leider nicht geschafft, hier noch herzukommen. Sonst hätte ich da auch schon die interessierten Bürger darüber mal aufgeklärt,
was denn hier so läuft. Tschüss, ciao, euer André Becker aus dem Gößnitzer Stadtrat. Eins wollte ich noch anmerken, bitte, bitte, macht mich nicht an den Zahlen ganz genau fest, die sind ohne Gewähr, aber so im Grunde genommen stimmen sie und perspektivisch denkt euch einfach mal nicht dahinter das Wort Euro, sondern von mir aus Taler oder sonstiges. Nicht, dass mir jemand an die Karre gehen kann deswegen. Es sind öffentliche Unterlagen, ihr könnt sie euch auch im Portal der Stadt Gößnitz anschauen, unter Stadtratssitzung, Unterlagen ganz einfach, da steht dann diese Beschlussvorlage und da stehen nochmal ganz genau alle Zahlen da. Schaut sie euch bitte, bitte an. Interessiert euch für das, was in eurer Stadt passiert. Nochmal tschüss, ciao und hallo. Einen kleinen habe ich noch. Überlegt ganz einfach mal, was passiert ist mit unserer KCG-Heizung, wo auch der Ansatz viel, viel geringer war in Summe, als wie es dann am Ende rausgekommen ist. Es gab dabei ja auch überhaupt keine Haushalts- und Finanzsitzung dazu, wo vorher einfach mal besprochen wurde, wo nehmen wir das Geld her. Es war ganz einfach ein ganz komischer Baudienstleistungsvergabebeschluss, der da gelaufen ist, wo ihr Bürger rausgeschickt worden seid. Und jetzt ist es ja fast ähnlich. Ich nehme mal stark an, am Mittwoch wird es auch so ähnlich sein, nächste Woche, 24.04. Dass da auch Beratung einer Baudienstleistung, wenn es da zu Verhandlungen kommt oder so, werdet ihr rausgeschickt und ihr werdet am Ende gar nicht wissen, worum es geht. Deswegen mache ich hier ganz einfach das Video. Ich finde ganz einfach, es muss bei solchen Summen grundsätzlich der Stadtrat ordentlich gefragt werden, der Stadt ordentlich nach der Geschäftsordnung und nach der Kommunalordnung gefragt werden. Und bei solchen Summen gehören natürlich auch erst einmal nachgefragt, wieso ist denn das jetzt plötzlich so teuer? Was ist denn da vorher geschehen, dass das ein ganz anderer Ansatz war, der nicht mal halb so billig war? Sowohl bei Konkulturzentrum als auch zum Beispiel bei unserem Spielplatz. Und jetzt ist Schluss. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag. Ciao, der André aus dem Gößnitzer Stadtrat.